Platz zu nehmen und beginnen dann mit der dritten Präsentation des Team Kernhaus und des RV Blitzspich. Ja, in Köln sagt man immer, alles was zweimal stattfindet, ist Tradition, alles was dreimal stattfindet, ist Brauchtum. Also Brauchtumsveranstaltung in Gürzenich von Spich. Das erste Mal beim Heimspiel. Ganz herzlich willkommen allen Gästen, allen Angehörigen, den Vertretern der Medien, der Sponsoren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute den Weg hier in das Bürgerhaus nach Spich gefunden haben. Was erwartet uns heute? Wir werden einmal das Team des RV Blitz Spich heute vorstellen, dann das Team Kernhaus Ihnen präsentieren. Das ist ja die Renngemeinschaft des RV Blitz Spich mit dem RSC Betzdorf. Wir werden natürlich nochmal zurückschauen, werden einen Blick auf die Aktivitäten von Kernhaus werfen. Also ein rundum gelungenes Programm. Und ich darf die zwei Gastgeber vielleicht einmal zu mir auf die Bühne bitten, Dieter Kirchhartz und Benno Schmidt. Benno Schmidt, sage ich, um Gottes Willen, Benno Sommer, meine Güte, erster Versprecher heute, Haken hinter und ein Dank dürfen wir an der Stelle schon aussprechen. Wir haben gerade gesagt, der Gürzenich von Köln, mühevolle Arbeit, die heute geleistet worden ist. Ein besonderer Dank an Laura Welling, Peter Schmitz und Martin Kern, die heute hier ihre Kräfte eingebracht haben, um den Saal genauso aussehen zu lassen, wie er dann hier von Ihnen vorgefunden worden ist. Ja, ein tolles Programm. Wir haben gesagt, wir beginnen mit der Präsentation des RV Blitz Spich. Großer Verein, lange Tradition, Karneval ist gerade vorbei. Dazu das Team Kernhaus, das wir uns nachher anschauen, im Breitensport und im Nachwuchssport, eben im RV Blitz Spich. Aber da werden wir nachher einige Blicke noch drauf werfen, nur dass Sie nicht Angst haben, dass wir nur hier so am Rand liegen lassen. Ich würde sagen, wir starten mit der Präsentation, mit der Mannschaftsvorstellung des RV Blitz Spich. Und schauen wir auf die Erfolgsstatistik. Insgesamt 259 Platzierungen in den Top 10. 100. Dieses Jahr Lars Becker, der den Weg in den Rennsattel wieder zurückgefunden hat, in der Amateurklasse an den Start gehen wird. Auch da werden wir nachher über die Klasseneinteilung. Der über profunde Streckenkenntnisse in der ganzen Region verfügt. Ihn mit mir ebenfalls als Teilnehmer aus der Hobbyklasse auf das Podium. Michael Falke, als weiterer Akteur. Fotografiert. Alle etwas zusammenrücken. Ich mache mich mal etwas aus dem Staub. Vorhergesagt worden ist mit Sturmböen und Ähnlichem. Also gutes Gelingen an dieser Stelle für alle. Wir würden zwei, die davon partizipieren, gerne auf das Podium bitten, Alexander Weidbach und Christian Noll, die wir einmal ein wenig zurückblicken lassen auf die vergangene Saison und auf das Bild hier zu uns. Naja. Noch langsamer Sprint, ist noch früh in der Saison, ist noch Grundlagentraining im Moment. Zwei der Protagonisten aus dem Team Kernhaus, Christian und Alexander. Wir haben gesagt, ganz kurzer Rückblick auf die Saison 2018 aus eurer Sicht. Kommen wir nachher nochmal auf die einzelnen Fahrer eingehend. Gibt es so Highlights, die ihr so abgespeichert habt, wo ihr sagt, Mensch, das war eine Sache, die so haften geblieben. Das würden wir gerne 2019 nochmal erleben. Ja, ich denke, der Saison-Einstieg in Ahrweiler war natürlich ein Highlight, wo direkt vor der Haustür vom Sponsor For The Bikes den Sieg holen konnten. Da hat einfach alles gepasst. Und dann ging es weiter mit dem Straßenrennen mit Rot und Düren, was zwischen Amsterdam ein Klassiker ist. Da haben wir den Sieg mit dem Simon geholt, was natürlich auch ein Highlight war. Also. Ihr habt ja Lizenzreform, Hermann Schiffer aus der Technischen Kommission, der wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder mit den Augen rollen. Wisst ihr alle schon, wo ihr im nächsten Jahr in welcher Klasse starten werdet? Was hat sich geändert? Bist du da so ganz tief im Thema drin? Ja, also ich meine, man kommt nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Wir fahren jedes Jahr Rennen, wir machen das größtenteils schon seit, weiß nicht, 8, 9, 10 Jahren. Also von daher, denke ich, wissen wir da alle Bescheid. Und
Ja, du hast die Erfolge angesprochen und dementsprechend sind wir natürlich auch weiterhin in der höchsten Klasse alle unterwegs und ja, werden sehen, wie das dieses Jahr läuft. Es ist eine Neuerung, es ändert sich einiges und ja, mal schauen, wie das läuft. Also, wir wissen es noch nicht. Und den ersten Vorsitzenden vom RSC Betzdorf, Markus Krieger, den bitten wir einmal zu uns auf das Podium. Der hat kommen. Große Präsentation. Das erste Betzdorf hat ja schon stattgefunden. Und wir bringen ihn und Claude Mehrheit, glaube ich, zusammen. Und dazu auch Dieter Kirchhardt, der, glaube ich, dann das Ganze mit in Empfang nimmt. Ich würde sagen, nicht so versteckt da hinten irgendwo. Nehmen wir doch die wunderschöne große Bühne. Was steckt alles genau dahinter? Ja, genau. Wir haben hier vom Vorstand beschlossen, auch wenn die Rentengemeinschaft ja schon im Prinzip finanziell abgesichert ist, wir wollen einen kleinen Obolus entrichten, um unsere Wertschätzung diesem Mannschaft zu geben. Wir haben gesehen, in den letzten Jahren, da hat sich ein Team aufgebaut, was vor allem durch Teamgeist wahnsinnige Erfolge erbracht hat. Und wir in Betzdorf, wir haben auch schon jahrzehntelang den Radrennsport, gerade den Radrennsport gefördert. Was das Schäfershop-Team, was ja auch so ein bisschen in Deutschland schon einen gewissen Ruf hat. Und selbst der Frank Lütters jetzt hier im Team ist auch mal bei uns Bundesliga gefahren, 2 Jahre in Betzdorf. Und haben gesagt, Mensch, dieses tolle Team, da wollen wir einen kleinen Obolus. Es ist nicht so, dass davon jetzt weitere 5 Trainingslager finanziert werden können, aber eine kleine Anerkennung für Kurt und seine Mannschaft. Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für genau diese Wertschätzung. Und das ist das Angenehme. Ich habe eben schon einige Male gehört, Cycling for Kids. Du warst auch einige Male eingebunden in die Veranstaltung. Wir haben es eben auch in der Rückschau gesehen. Everesting und auch die im Winter stattgefundene Mountainbike Tour. Vielleicht auch an dich die Frage, dieses Engagement Cycling for Kids und Kernhaus, wie kommt das zustande? Ja, ich glaube einmal über die persönlichen Beziehungen, Andreas. Ich weiß nicht, wie lange ich mit Marco Bastiansen, einem der Initiatoren, schon Radgefahren bin, Marco. Wir haben schon ein paar schöne Touren gemacht und irgendwann haben Marco und Horst uns angesprochen und haben gesagt, hey, wäre es nicht ein Ansatz, wenn ihr uns ein bisschen bei der Veranstaltung unterstützt? Wir könnten ein bisschen Belebung gebrauchen und dann sind wir mit unseren Amateuren und auch mit 2 Jungs vom Team Lotto Kernhaus, also inklusive Teamchef, der Florian, an die Riedener Mühlen gefahren von mir daheim. Da haben wir uns getroffen und ich glaube, das war gerade für die Kinder ein echtes Highlight, mit allen Beteiligten mal so ein bisschen zu plauschen und zu plaudern und auch mal zu hören, wie so der Amateur- und Profisport funktioniert. Das war klasse und das ist für uns eine Herzensangelegenheit, auch was für den guten Zweck zu tun. Einmal für Cycling for Kids und wir sind ja auch bei der Vortour der Hoffnung aktiv. Also mit Team Lotto Kernhaus zeigen wir da Präsenz und hier halt eben mit dem Team Kernhaus. Ja, was Wrestling gibt es in Deutschland so in der Form nur bei uns. Darauf sind wir sehr stolz und an der Stelle möchte ich Sie und vor allen Dingen die Gastgeber Benno und Dieter nochmal herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass wir heute Abend uns hier präsentieren dürfen mit unserem Verein Cycling for Kids. Wir sind nicht zuletzt dank euch unheimlich erfolgreich gewesen und wie jeder gemeinnützige Verein ist man nur so erfolgreich wie eben die Leute, die es ermöglichen. Und insofern haben wir dank eurer Unterstützung im letzten Jahr über 1000 Menschen in Bewegung gebracht. In Bewegung für den guten Zweck, gemeinsam für ein Kinderlächeln. Und der Trainer hat es bereits gezeigt. Wir haben am 25. Mai bereits die 5. Auflage vom Everesting, 8848 Höhenmeter für den guten Zweck. Sie sind herzlich eingeladen zu kommen, alleine oder im Team, diese Höhenmeter in Angriff zu nehmen. Und vielleicht sehen wir uns da. Wir würden uns freuen. Die hier zusammengekommen ist, wir haben gerade gesagt, das 3. Jahr. Zweimal war Björn Glasner schon mit For the Bikes auf dem Podium dieses Jahr und auch vor 2 Jahren. Quota, damals die Radmarke, die er dem Team zur Verfügung gestellt hat. In diesem Jahr sind es wunderschöne Giant-Räder, die hier zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht kannst du schon mal so einen ganz kleinen Ausblick, wir haben die ja noch unverpackt da hinten stehen, um den Spannungsbogen noch etwas auszubauen.
auf vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was die Fahrer denn in der Saison 2019 für schönes Material erwarten wird. Ja, zuerst mal hallo zusammen. Ja, ich glaube, die werden mit Top-Material versorgt. Da hätten wir fast noch den Olli Henschel mit auf die Bühne. Der Giant-Chef Deutschland ist auch hier vor Ort. Der hätte sicherlich noch mehr ins Detail gehen können wie ich, aber es ist eine Top-Maschine. Oder Olli, komm noch gerade hoch und erzähl ein bisschen von... Ja, komm! Ist ein TCR-Rahmen, der schon seit, wir haben heute, der Ben und ich, schon kleine Infos vom Olli bekommen, quasi der Pionier in Sachen Slooping-Geometrie, damals 1997 vom Team Onze erstmals gefahren, oder war es 98, korrigiere mich Olli. Es ist ein integrierter Wattmesser mit drin, ist eine elektronische Schaltung, also die Siege werden 2019 von 18 wieder getoppt. Ihnen in voller Schönheit präsentieren und das Ganze verbunden mit dem Dank an Giant und For the Bike für das Material für die Saison 2019 für das Team Kernhaus der Renngemeinschaft des RV Blitzschwig und des RC Betzdorf. Team Kernhaus hervorrufen. Vielen Dank an dieser Stelle an Giant, an For the Bike für die Unterstützung im Jahr 2019. Gutes Jahr, es war ein hervorragendes Jahr mit unheimlich vielen Highlights. Wie siehst du 2018 so im Rückblick? Ja, also erstmal möchte ich Dankeschön sagen an alle Beteiligten, die für uns als Markenbotschafter unterwegs sind. So betrachten wir das, weil wir sind einfach nur immer im Sinne der Marke unterwegs. Also wir alle vom Kernhaus hier allen voran. Es war ein super erfolgreiches Jahr. Wir haben beim Team Kernhaus die 21 Striche auf den Rücken gebracht und auf dem neuen Trikot sind noch ein paar mehr. Das hat auch nichts mit Druck zu tun. Ich fand es gerade gut. Christian hat gesagt, das ist Motivation. Ich an dieser Stelle sehr, sehr gut, wenn es um das Engagement geht. Ein Trikot für Benno mit das neueste Vereinstrikot des RV Blitzschwig. Herzlichen Dank für eine geniale Verbindung. Kernhaus steht da voll hinter und wir arbeiten dem Team zu mit Fahrern aus eigenen Reihen, die zum Teil im Blitzschwig groß geworden sind und das Gros des Team Kernhaus sind ehemalige Spischer Nachwuchsfahrer und das wollen wir weiter leisten und probieren immer wieder Fahrer aus dem eigenen Nachwuchs auch in das Team Kernhaus zu bringen. Und die geniale Verbindung vom Verein über das Team ist dann natürlich das Beste, was uns passieren konnte. Ja, also die Jungs von der U15 angefangen, fahren mit diesen Trikots und fahren den gleichen Sponsor auf dem Trikot wie die Amateure der höchsten Klasse bzw. das Team Lotto Kernhaus. Und das ist natürlich für uns ideal. Auch wieder ein Thema. Als erster zu uns auf das Podium kommen darf. Ja, ein Sieg dazu beigetragen, um die imaginär 21 Striche auf dem Trikot zu füllen. Rückblick von dir auf die Saison. Warst du zufrieden mit deinen Ergebnissen mit der Saison, mit dem Verlauf 2018? Ja, also als Teamleistung kann man sagen, haben wir ja schon gehört, das war die beste Saisonleistung seit Teambeginn. Ich selber wünsche mir natürlich für dieses Jahr, dass ich ein bisschen beständiger fahre. Nicht mehr so, ja, ich hatte am Anfang der Saison eigentlich eine ganz gute Phase und bin da ein bisschen eingebrochen und hinten raus wird es dann wieder besser. Und ich hoffe halt, dass es dann dieses Jahr ein bisschen konstanter läuft für mich. Mutter beginnt mit zu uns, der quasi seine erste komplette Saison im Team absolvieren wird. Ganz junger Fahrer, Dieter Kirch hat es dann angesprochen, einer der Fahrer, die aus dem Nachwuchs den Weg hier in das Team gefunden hat.
Felix, du warst im letzten Jahr schon als Kandidat für das Team benannt. Kurt hat immer gesagt, ich stelle mich mit dem Rennrad, mit dem Teamrad an den Wegesrand, um nochmal eine besondere Motivation zu geben, damit du schnell diesen Aufstieg in die B-Klasse, in die A-Klasse schaffst. Denn das war Grundvoraussetzung, um dann im Team zu fahren. Das hast du relativ früh im Jahr geschafft. Dann aber auch die Herausforderung gehabt, Schulausbildung, nächsthöheren Klassen. War schon ein hartes Stück Arbeit, oder? Das letzte Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann nach meinem Aufstieg relativ früh die Quittung gekriegt für meine Faulheit im Winter und ja, hoffe, dass ich das dieses Jahr dann besser mache. Gibt es auch mal eine Ansage? Augenscheinlich viel getan hat mit 5 Siegen zum maßgeblich zu den Erfolgsstory des Team Kernhaus beigetragen. Wir bitten auf das Podium Simon Happel. Ja, Simon, du hast im letzten Jahr 5 Siege errungen, zum zweiten Mal rund um Düren, gehört wahrscheinlich dann mittlerweile in die Kategorie Lieblingsrennen und du hast das, was glaube ich immer am schwierigsten ist, das Heimrennen hier in Troisdorf für dich entscheiden dürfen, entscheiden können, damit ist die Saison komplett gut gelaufen. Ja, doch, ich glaube, das kann man so sagen. Diese Saison haben wir wieder gezeigt, gerade beim Heimrennen, dass wir als Team sehr stark sind. Und ja gut, der Sieg in Düren, das ist eindeutig mein Lieblingsrennen in der Saison. Da freue ich mich jetzt auch wieder wahnsinnig drauf und hoffe, dass wir zumindest im Team den Titel tragen können. Dazu warst du Gartenfeldtitel. Er ist wieder da und ich glaube, das passt auf einen Fahrer besonders. Claudia Heine, bitten wir zu uns. Er hat mal ganz kurz einen Ausflug in den Süden der Republik gemacht. Ja, du warst ein Jahr quasi im Ausland, in Süddeutschland. Hat es Bier nicht geschmeckt oder warum bist du wieder zurückgekommen? Nee, hier ist einfach schöner und der Dialekt ist ein bisschen unangenehm. Das ist Kölsch. Also der kölsche Dialekt ist ein bisschen schöner. Du bist beruflich da runtergegangen, um keine falschen Schlüsse zu ziehen. Hast es. Ja, den Sprecher Dominik Ivo. Ja, 3 Podiumsplatzierungen, 17 Mal in den Top 10. Wir haben letztes Jahr über den möglichen Druck gesprochen, die 21 auf dem Rücken. Fuchs ist einen dann so ganz am Ende der Saison gesagt, Mensch, ich konnte zumindest nichts dafür beitragen in der Saison, zumindest mit Erfolgen, durch die Arbeit im Team mit Sicherheit, aber durch einen zählbaren Sieg, dass der Deckel noch etwas mehr gefüllt wird? Oder sag mal, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das Team so gut wie möglich unterstützt? Also erstmal, dass wir diese Zahl gesteigert haben, ist natürlich wunderbar. Nichtsdestotrotz finde ich immer das Wichtigste, dass das Ganze halt noch Spaß macht und ob es dann 25 oder letztlich nur 20 Siege sind. Ich glaube, wenn wir nach dem Rennen sagen, wir haben alles gegeben und es hat dann auch mal nicht gereicht, dann muss man das so akzeptieren. Ja, persönlich jetzt hier zu stehen, nicht gewonnen zu haben, ärgert mich schon. Ich fahre Radrennen, um zu gewinnen. Ja. Das würde ich dieses Jahr gerne anders machen. Aber für mich ist es genauso wichtig, dass einer von den Jungs gewinnt. Das ist halt oberste Priorität. Und wenn man dann selbst natürlich auch mal noch ein Radrennen gewinnt, ist das umso schöner. Dort arbeitet wo andere auf der Holle fahren sozusagen. Lennart Klein, winkt mir zu uns, der eben diesem Jahr, beziehungsweise in der abgelaufenen Saison, mit 4 Siegen 5-mal auf dem Podium und 26 Top-10-Platzierungen zum Erfolgsstory des Teams nach Hause. Hi. Hat Dominik alles, was Swift angeht, richtig gesagt? Oder hast du noch andere Dinge, wo du sagst, das unterstützt einen im Trainingsalltag doch ein bisschen mehr noch? Nutzt du es umfangreich oder ist es für dich ja letztendlich ein Arbeitgeber?
Also bei mir hat eigentlich schon alles richtig gesagt. Der kriegt auch gleich die volle Provision und Halber schon recht, das ist im Prinzip das Beste an Swift, ist die Monotonität, die dann fehlt beim Rolletraining, beim Rollentraining. Und normalerweise, vor allem im deutschen Winter, ist das Wetter relativ schlecht. Und da ist so ein Hilfsmittel schon wirklich toll. Ich glaube, ist er zu Hause. Wir bitten auf das Podium den nächsten Fahrer, Frank Lütters. Ja, mit 4 Siegen aus der vergangenen Saison herausgegangen. Auch du, denke ich mal, bist mit dem Gesamtteamerfolg, aber auch dem persönlichen Erfolg dann zufrieden, was die Saison 2018 angeht. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist halt immer schwierig, bei mir das Training zu planen, da ich ab und zu schon mal beruflich weg muss über mehrere Wochen. Deswegen ist bei mir die Saison immer so ein Auf und Ab. Ich konnte direkt am Anfang der Saison in Ahrweiler das Rennen gewinnen, wo ich auch sehr froh darüber war, dann war erstmal so ein bisschen so ein Druck weg und konnte dann halt auch das Trainingslager, was wir vorher hatten, habe ich halt gemerkt, dass es auch gut angeschlagen ist und wenn es dieses Jahr weiter so läuft, dann bin ich zufrieden. Ja, Christian Holl ist, glaube ich, zuständig für die Homepage des RV Blitzspich und wenn er dann nebenbei noch ein bisschen Zeit hat, steigt er aufs Rad, fährt einige Kilometer und das auch sehr erfolgreich, hat unter anderem das Heimrennen, sein Heimrennen, muss man sagen, in Betzdorf für sich entscheiden können. Kleiner Flitzerkurs, danach einen Haken gemacht, gesagt, alle Ziele erreicht, Saison ist für mich gelaufen. Ja, ich war sehr glücklich, dass ich das Rennen gewinnen konnte. Die Saison ging eigentlich ziemlich gut los. Aber es hat nie so ganz aufs oberste Podium oder aufs oberste Plätzchen gereicht. Und da war ich schon ganz froh, dass es in Betzdorf endlich ein Haken hinter dem Sieg war, 2018. Ist immer gut, also erst 2020 wieder möglich, den Titel zu verteidigen. Andere Prioritäten, die du in deinem Rennkalender fest eingetragen hast? Der eben vergangenen Jahr 4 Siege zum den großen Beitrag der Stadtbürger und 12 Mal in den Top-10. Alexander, mir ist aufgefallen, als wir letztes Jahr zusammengestanden haben, haben wir über Verletzungen gesprochen, dieses Jahr dürfen und müssen wir schon wieder drüber sprechen. Dir ist im Winter Missgeschick passiert, ist dich am Fuß verletzt, massiv, den Fuß gebrochen. Da ist dann die Saisonvorbereitung erstmal komplett auf Eis gelegt worden. Ja, was heißt auf Eis gelegt worden? Ich war jetzt 6 Wochen außer Gefecht gesetzt, bin jetzt so seit 2 Wochen ungefähr wieder wirklich auf dem Fahrrad, dass ich sagen kann, ich kann auch wieder richtig belasten. Bin vielleicht jetzt ein bisschen im Rückstand, aber gut, dann warte ich halt ein bisschen länger, bis die Saison für mich beginnt. Also die wird noch nicht am Sonntag beginnen. Ich werde im April aller Voraussicht nach dann wieder starten. Und dann denke ich, bin ich auch wieder fit. Macht man sich. Tim Rüger erwarten wir bei uns auf der Bühne der Mannschaftsorganisation des Team Chaos. Einer der Lenker und Denker im Team, immer wieder in vorderster Front zu sehen, mit viel, viel Engagement, mit viel Arbeit im Rennen unterwegs, mit klaren Ansagen und am Ende der Saison auch mit 2 Podiumsplatzierungen und Top-10-Platzierungen belohnt. Zufrieden mit dem Verlauf der Saison 2018? Dein persönliches Fazit zur abgelaufenen und bald neu startenden Saison 2019? Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Saison. Für mich steht ja auch immer der Teamerfolg im Vordergrund. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn wir das dieses Jahr nochmal toppen und hochmotiviert an den Start gehen. Ich glaube nicht drüber. Ja, die gibt es auch, aber ich kann mich gar nicht erinnern. Ich auch jetzt gerade nicht. Ich glaube, diese Saison war es auch gar nicht mehr so wie vielleicht letztes Jahr. Ja. Das ist der Noll eben schon einmal im Interview gesehen. Alexander Weifenbach.
deutlich dynamischer aus als beim ersten Anlauf. Landesmeisterschaft in Werne für dich entschieden und auch in Rheinbach hast du ganz oben auf dem Podium gestanden, ich hätte fast gesagt gesessen, was aufgrund der Hitze vielleicht auch nötig gewesen ist. Ich glaube, das war eine der riesen Hitzeschlachten, dieses Jahr sowieso, oder vorher ist ja ein extrem heißer Sommer, hat man das nochmal besonders gemerkt. Und bist du ein Typ, der mit diesen extremen Witterungsbedingungen, sprich extremer Hitze, besonders gut zurechtkommt? Also ich kann von mir nicht behaupten, dass ich das irgendwie besonders mögen würde, aber komischerweise läuft es dann trotzdem immer ganz gut in diesen Rennen. Ja, und in Rheinbach hat es zumindest aus der Perspektive sehr gut geklappt. Mir ist eben aufgefallen, als wir uns überlegt haben, was waren denn so die Highlights des Jahres, da ist mir aufgefallen, 2 von 3 Siegen, die ich letztes Jahr errungen habe, da ist es eigentlich gar nicht gut gelaufen, was das Material und so weiter angeht. Also zum Beispiel in Rheinbach bin ich letztlich ohne Bremsen das Rennen gefahren, weil sind letztes Jahr auch schon Scheinbremsen gefahren und ich hatte das Rad vorher ausgetauscht und da hatte bei der Entlüftung was nicht hundertprozentig funktioniert und dann habe ich zur Hälfte des Rennens gemerkt, oh, die Bremsen funktionieren nicht mehr ganz so gut und dann habe ich die Flucht nach vorne versucht und es hat geklappt. Dank gemacht, lass uns da ein bisschen dran teilhaben. Ja, also wir haben ja angefangen, ich würde sagen, mit einer dezenten Gestaltung. Wir laufen in Schwarz-Weiß auf und haben dann sukzessive ein bisschen Farbe reingebracht, haben auch für 2019 nicht Revolution gemacht, sondern Evolution. Wir hatten einen netten, interessanten Abend in Köln nach der Saison und haben mit allen Fahrern einfach darüber diskutiert, wo wollen wir hin 2019 und waren alle involviert. Hochinteressant, die Diskussionen zu hören. Und ich glaube, da ist was ganz Gutes rausgekommen. Ja, und das können wir jetzt einfach mal zeigen. Wir werfen einfach mal einen Blick darauf. So wie alle Jahre wieder, dominant der mittlere Balken von Kernhaus oder wo Kernhaus positioniert ist. Das ist die Grundlage, das war unser erstes Jahr. Und dann haben wir... Genau, ja, an der Stelle würde ich sagen, Andreas, wir sind ja so auf der Zielgeraden. Ich würde jetzt noch den Heinz Nochtorf zu uns bitten, die Andrea, die hinter den Kulissen ganz viel organisiert und ein bisschen zu verzehren. Andreas, ich gebe dir so das Schlusswort. Du wolltest ja noch ein paar Leute begrüßen, glaube ich. Ja, begrüßen, bedanken vor allen Dingen und ich glaube, einige werden wir dann auch gleich noch auf der Bühne sehen. Das stimmen wir dann auch gleich ab. Ja, vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben für die Mannschaftspräsentation des Team Kernhaus für die Saison 2019. Nochmal ganz herzlichen Dank an Markus Griegert, den ersten Vorsitzenden des RSC Betzdorf, Wilfried Fack von Vermarke Deutschland. Vielen Dank auch an Daniel Blei und Roland Tembrinke, die Geschäftsführer von Ziel. Ganz herzlichen Dank auch an Dirk Jung. Hervorragende Moderation. An dich ein ganz herzliches Dankeschön, dass du da bist. Und es macht auch immer wieder Spaß. Ja, es macht auch immer wieder Spaß, dir an der Strecke zuzuhören, weil du bist einfach Insider, du weißt, wovon du sprichst. Haus auf der Rodos-Rundfahrt, die genießen die Sonne und haben gute Form, also auch von allen Fahrern. Herzliche Grüße, die Jungs, die starten morgen auf die erste Etappe und wir lassen uns mal überraschen. Wir haben eine. Sie uns da vor allem in der Pflicht auch mal Danke zu sagen. Wir betreiben diesen Sport mit sehr, sehr viel Leidenschaft in unserer Freizeit. Letztlich ist es unser Hobby, was wir alle sehr, sehr lieben. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass an einem Donnerstagabend teilweise Leute auch aus Wien hier hingeflogen kommen, um an dieser Präsentation teilzunehmen. Und die alle, die natürlich auch ein Stück weit der eigenen Freizeit dafür opfern, das zeigt mir, dass da auch ganz, ganz viel Leidenschaft bei unseren Partnern mit drin steckt. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine ganz besondere Geschichte und das ist nichts, was man einfach so hinnehmen sollte, sondern da muss auch ein bisschen Wertschätzung unsererseits dem entgegengebracht werden. Deshalb auch mal im Namen des Teams einmal Danke für alles und ich
Ich wollte es immer mal sagen, jetzt darf ich es mal, und das Buffet ist dann jetzt gleich auch eröffnet. Thank you.